Im Geschosswohnungsbau stehen wir vor der Herausforderung, was machen wir mit großen Objektbauten, mit Mietwohnungsbauten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Gasetagenheizungen rauszuschmeißen und da auch zu dekarbonisieren. Eine Möglichkeit dafür bietet zum Beispiel eine Wohnungsstation wie hier mit einem integrierten Durchlauferhitzer, wo ich dann zentral eine Wärmepumpenanlage zum Beispiel als Wärmeerzeuger draußen vielleicht sogar vors Haus stelle oder hinters Haus oder auch in einem Kellerraum eine Erdreichwärmepumpe oder was auch immer, übergebe dann auf niedrigem Temperaturniveau 40, 45 Grad in den einzelnen Einheiten über die Übergabestation einmal an das Heizsystem und aber auch an die Warmwasserbereitung. Und wenn dann dieses 40-gradige Warmwasser vielleicht für den Nutzerkomfort nicht ausreicht, gibt es halt den Durchlauferhitzer, den kleinen Durchlauferhitzer in unserer Wohnungsstation mit gerade mal 11 kW Anschlussleistung, der dann einen Teil des Warmwassers noch auf 60 Grad aufheizt und dann die hohe Schüttmenge am Schluss wieder die gewünschte Wassertemperatur bereitstellt.